Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Beim letzten Mal waren wir hier im Dorf Zeladia und haben uns da um Markus den Händler gekümmert. Und jetzt geht unsere Mission nach Arkmoor im Level Widerstand. Und ich würde mal sagen, die Assassine hat mir, beziehungsweise die Assassinin, das ist ja immer noch eine Frau, hat mir beim letzten Mal eigentlich ziemlich gut gefallen. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir die jetzt nochmal, obwohl ich jetzt die Möglichkeit des Berserkers habe. Aber es ist halt wieder nur so ein Standard-Nahkämpfer. Das ist halt statt des Ritters. Und ja, ich weiß nicht, das Equipment, das er hat, ist halt momentan noch nicht so pralle. Deswegen versuchen wir das einfach mal mit der Assassinen. Und wir nehmen natürlich den besseren Bogen. Pfeile kümmern wir uns gleich drum. Armbrust brauchen wir eigentlich gar nicht. Langdolch ist in Ordnung. Eine Rüstung können wir uns nicht leisten. Aber Pfeile können wir uns leisten. Dann kommt sogar... Ja, wobei, wir können nicht so viele Granatenpfeile mitnehmen. Jetzt muss ich mal überlegen, brauche ich so viele Distanzpfeile? Ich kann doch dann bestimmt noch einmal Granatenpfeile mitnehmen. Machen wir das doch so. 20 Granatenpfeile, 30 Distanzpfeile, jede Menge Feuerpfeile, das sollte schon funktionieren. So, Tränke... Ah, wir können auch Tränke mitnehmen. Egal. Da verzichten wir jetzt einfach mal drauf. Das wird wohl auch schon so klappen. Also, Arkmoor. Die Ahnen, weit von der Enklave entfernt beheimatet, haben einen wagemutigen Überraschungsangriff auf das Herz der Dregatar gestartet. Arkmoor, du wurdest sofort dorthin geschickt, um bei der Verteidigung der Zitadelle zu helfen. Verteidige Arkmoor gegen den bevorstehenden Angriff. Besiege Alecto. Und Alecto kennen wir ja auch schon aus der Lichtkampagne. Das war eben der Anführer der Ahnen. Okay, wir kriegen nichts mehr gesagt. Dann schauen wir mal. Ah, guck mal, wo wir sind. Wir sind in dem Raum. Ups, jetzt bin ich ins Mikro gekommen. Ich hoffe, das war nicht so schlimm. Wir sind jetzt in dem Raum, in dem wir gegen Mordessa gekämpft haben. Da oben hing ja Syndra. Und die mussten wir retten. So, Ahnenkrieger. Jetzt kämpfen wir mal gegen die hier. Ahnen-Elite, wobei, der hat ein Schild. Egal, das kriegen wir trotzdem hin. Wo ist er denn hin? Willst du nicht hier hochkommen? Hallo? Dann halt nicht. Dann machen wir das einfach so. Soll mir auch recht sein. Schön. Ja, das hat ja gut geklappt. Genau, da ist sie dann runtergefahren und da bin ich ja... Ich höre eine Bombe. Da war ja der Edelstein unten, an dem ich vorbeigesprungen bin beim ersten Mal. Ich bin gerade ein bisschen paranoid, hier lang zu gehen, weil ich irgendwie befürchte, dass da gleich einer durch die Tür kommt. Okay, 200 Gold gibt es in diesem Level, wie man auch sehen kann. Ich gucke nochmal, ob hier oben irgendwas ist. Ich möchte alles mitnehmen. Aber es scheint so, als hätten wir alles gut. Dann hoffe ich mal. Hallo? Oh, ein toter Ork. Ich hätte gerne... Flammenpfeile... Na, nehmen wir mal 4 auf einmal. Okay, da ist eine Ahnen-Elite. Nein! Okay, schnell. Wow. Oh Gott. Nein, geh weg. Du musst bitte einmal den Fall hier nehmen. Wow. Cool, das funktioniert sogar ziemlich gut. Haha. Okay. Ja, da unten ist wieder die Lava. Wir gehen das Level 1 so einfach einmal. Oh. Was guckst du dir denn da an? Haha, du brennst. Oh, schade, es hat aufgehört. Na gut, jetzt muss ich ihn einmal noch treffen, dann passt das auch so. Was ich sagen wollte, hier gehen wir jetzt das Level einmal in die andere Richtung durch. Und dann wurde ich von dem Luftschiff abgelenkt. Das Luftschiff der Ahnen. Mit dem sind wir in der Lichtkampagne auch gereist. Und jetzt ist es hier oben gelandet. Das ist nicht so toll. Aua. Oh Gott, wo kommt der denn her? Ich muss hier ganz schnell weg. Ganz schnell weg. So, kommt her. Vielleicht sollte ich jetzt mal Granatenpfeile benutzen. Aber ich glaube, erstmal Brandpfeile helfen mir da auch sehr gut weiter. Ja, vor allem, wenn die nur noch so viel... Hallo? Ich würde sagen, wenn die nur noch so wenig Leben haben wie der hier, aber dann reicht er einfach aus. Das ist unglaublich. So, jetzt versuchen wir mal, sie von hinten zu überraschen. Vielleicht klappt das ja besser. Oder sie kommen jetzt sowieso von hinten.
Nanu? Ich wollte schon sagen, das sind doch noch nicht alle gewesen. Wenn du da stehen bleibst, schieße ich dich weiter ab. Also, wenn du nicht hochkommst, dann bist du selber schuld. Ja, okay. Dann bist du tatsächlich selber schuld. Dann kann ich ja auch nicht weiterhelfen. So, läuft hier oben noch irgendwer rum? Dum-di-dum-di-du. Hallo. Moment, ich guck nochmal, ob nicht, dass da hinten jetzt tatsächlich noch einer ist. Ah, nein. Okay. Legen wir mal noch ein paar Pfeile auf und gucken uns an, was noch so hier in der Zitadelle herumfleucht. Hallo? Ja, genau, werft erstmal einen Bomben nach mir. Ist ja gerade in die Explosion reingelaufen. Warum sollte man sowas tun? Genau, daneben. Oh oh, geh weg, 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 weg. Nein, 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 nein. Du bleibst. Nein, 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 bleib unten, bleib unten. Bleib unten. Was habe ich dir gesagt? Bleib unten. Okay, vielleicht sollte ich. Ah, der Schild nervt echt. Moment, dann probieren wir mal einen Granatenpfeil. Wow, das hat er auch ausgehalten. Na gut, ein normaler Pfeil sollte jetzt ausreichen. Jawohl. Ach, jetzt habe ich auf einmal den Kopf getroffen, ne? Ist klar. Was willst du denn? Das kann doch nicht sein. Ich ziehe so hoch. Da, das ist eindeutig der Kopf. Und dann ist es trotzdem grün und ich treffe dich. Was soll denn das? Ein Ahnentribun. Kann ich dir keinen Headshot verpassen? Offensichtlich nicht. Hm. Doof. Die cheaten. Die cheaten doch. Bestimmt ihr Charakter-Model verändert, damit kein Headshot-Bereich da ist. Oder der ist ganz woanders, am Knie oder so. Hallo? Ich sehe euch, ich sehe euch. Jetzt bräuchte ich irgendwie Bomben oder so. Moment, dich kann ich doch von hier aus. Hm. Das hat jetzt irgendwie nicht so gut geklappt. Kann ich nicht hier die Treppe aktivieren, dass die nicht hochkommen, so wie ich damals? Ein bisschen Sorge. Ich will hier eigentlich nicht so weit runtergehen. Genau deswegen. Wie soll ich denn jetzt gegen die ankommen, ha? Huh? Okay. Never mind. Na komm. Oh Gott, nein, 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 nein. Ja, genau. Halt mich hier auch noch fest. Ich will hier weg. Hallo? Ich häng fest? Nein! Ich drück grad nichts. Ich hänge einfach fest. Und er kann mich nicht treffen, ich kann ihn nicht treffen. Ja, geil. So, toll. Wie komme ich jetzt hier weg? Hallo? Spiel? Spiel? Och nö. Warum? Das ist doch doof. Kann ich mich hier... Moment. Ich versuche mal, kann ich mich hier wegsprengen? Ich kann die kaputt sprengen. Jawohl. Okay, das hat funktioniert. Gut, dass ich die Granatenpfeile mitgenommen habe. Na, so ein Schwachsinn, ey. Okay, ja, Distanzpfeile haben wir bisher noch nicht gebraucht. Sollte ich aber vielleicht auch mal benutzen, wenn ich die Chance dazu habe. Die Frage ist nur, kriege ich die Chance dazu? So, ich werde nicht nochmal die Treppe hochgehen. Ich habe... Hallo? Okay, ich gehe doch die Treppe hoch, weil du mich einfach nicht in Ruhe lässt und mich nicht an dir vorbeigehen lässt. Jetzt kommt er nicht mal mit hoch. Ach, was soll denn das? Hallo? Kämpft mal hier wie echte Legionäre. Au. Jetzt kommt bestimmt einer von hinten. Na gut. Wisst ihr was? Ich benutze jetzt auch einfach einen Granatenpfeil. Sehe ich gar nicht ein. So. Hat sich das auch erledigt. So, ich möchte gerne nach draußen. Da, wo ich schön von weitem schießen kann. Hm, okay, hier kommt man anscheinend nicht nach unten. Aber hier geht's ja weiter. Machen wir endlich mal einen Checkpoint. Tür, bleib offen. Oh, was war das denn für ein Grafikbug? So, ja, komm. Vergiss es. Hallo, ich habe eindeutig auf den Kopf gezielt. Was soll denn das? Tja, das hast du davon, wenn du nicht schießt. Edgy Badge. So.
Okay, und wie kommen wir hier weiter? Hier gab es doch keinen weiteren Weg, oder? Ach doch, Moment, wir können hier das Rad drehen. Ja, okay. Okay, 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 dann gehen wir jetzt auf die untere Ebene. Irgendwie ist das aber alles ein bisschen einfacher als das letzte Mal, dass wir hier waren. Ich meine, gut, wir sind auch erst in der dritten Mission und ja, das ist halt der Ort, den wir verteidigen und nicht stürmen, aber das sind einfach alles irrelevante Details. Wer kümmert sich denn schon darum? So, ach ja. Ahnen-Elite mal wieder. Aber was machst du? Wieso springst du da so rum, hä? Jetzt kommst du nicht mehr, um mich anzugreifen. Ich bin enttäuscht von dir. Und das nennt sich dann Elite. Genau, komm mal hier hoch. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut von dir. Sehr sozial. So, meine Brandpfeile gehen mir so langsam zur Neige. Deswegen wechsle ich mal auf die normalen. Aber irgendwie macht mir das Spaß. Ich bin zwar im Nahkampf jetzt nicht so die Bombe. Aber der Fernkampf ist eigentlich ganz cool. Wenn ich den treffe. Moment. Das regeln wir jetzt tatsächlich mal mit dem Dolch. Ich meine, der wehrt sich ja nicht. Wie, der hat ein Schwert? Das ist ja unfair. Ich will auch ein Schwert haben. Bleib mir fern. Geht doch. So. Aber es ist eigentlich auch gar nicht so schlimm, dass wir keine Heiltränke mitgenommen haben. Ich meine, wir haben jetzt so viele. Da komme ich vermutlich nicht... Oh, da ist ein Schlüssel. Ich will den Schlüssel haben. Na gut. Da kommen wir bestimmt noch dran. Ist da unten irgendein Gegner? Sieht nicht so aus, ne? Nur ein toter Ork. Ich habe was gehört. Der hat eine Bombe, der hat eine Bombe! Oh nein, es war nur der Schwertgriff. Das sah aus wie irgendwie so eine Granate, die er werfen wollte. Hallo. Mal zu Hause. Ich gucke erstmal mich da oben um. Was haben wir denn da Schönes? Pfeile und ein Heiltrank. Ich nehme mal gerne mit. Aber ist da noch... Oh, ich habe einfach keine Chance, die Distanzpfeile anzuwenden. Dabei würde ich das so gerne mal machen. Unfair, dass er ein Schild hat. So unfair. Jetzt war sogar der Punkt rot und ich habe trotzdem nicht getroffen. Ach, das ist zugegangen. Okay. Okay, dann müssen wir sowieso nach oben. Hängt jetzt da oben fest, oder wie? Nee, schade. Oh Gott, ich häng fest, ich häng fest. Da hängt er jetzt fest. Sehr gut. Und ein gut gezielter Schuss. Oh, schade. So, komm. Den Rest kriegen wir auch mit dem Dolch hin. Geht doch. So. Jetzt sind wir auf der anderen Seite von dem Raum in der Mitte. Jetzt müssen wir hier nur irgendwie vorbei. Hallo? Hallo? Ach, jetzt sind wir hier oben, okay. Wo kommst du denn her? Lass mich mal hier aus der Ecke weg, bitte. Ein Ahnen Centurio. Na, der hält aber nicht viel aus. Zwei Pfeile und tot ist er. Okay, uns bleibt anscheinend keine andere Wahl, als hier durch dieses Portal zu gehen. Ich nehme mal an, wir landen dann in einem der beiden Seitenräume. Ach nee, wir landen... Oh, ja, ist klar, ist klar. Okay, das ist vielleicht keine gute Taktik, mit dem Dolch hier rumzuhauen, aber... was soll's. Das kriegen wir hin. Ich meine, wir haben ja genug Heiltränke. Und das nennt sich Elite. Lässt sich hier von einer Assassinin im Nahkampf mit dem Dolch besiegen. Ist unglaublich. Na komm. Komm her. Komm her. Oh Gott. Ich will erstmal hier den Legionär ausschalten. Der hält aber irgendwie am meisten aus, habe ich den Eindruck. So, geht doch. Jetzt... Ach so, der eine... Ach nee, das sah so aus, als wäre der eine... Der Centurio hier schon tot. So. Dann die Elite noch. Wunderbar. Ich habe echt den Eindruck, die Elite hat mehr Schaden vom Dolch genommen, als hier der mit der Armbrust. Hallo. Ist hier jemand? Irgendwelche... Albe? Oder... Nekromanten? Oder... Eliten?
Moment. Ich habe keine Lust, mich mit euch anzulegen. Hier, friss mal den Granatenpfeil, bitte. Dankeschön. Ich habe das Gefühl, ich habe zu wenige von diesen Pfeilen mitgenommen. Aber gut, dass ich nochmal auf 20 aufgestockt habe. Anstatt nun... Nein! Jetzt ging der Pfeil daneben. Ich glaub's nicht. Gut, dass ich aufgestockt habe. Auf 20. Aber ich hätte einfach die Distanzpfeile zu Hause lassen können. Ich meine, die kann ich eh nicht einsetzen. Bisher zumindest. Checkpoint aktiviert. Kann ich das Glas kaputt schießen? Nö, schade. Ach, jetzt sind wir... Ah, ich weiß, wo wir sind. Okay, okay. So, genau, komm mal her. Na gut, der ging vorbei, aber das ist nicht so weiter wild. Hauptsache, ich kann hier die Eliten angreifen. Sehr schön. Und du musst jetzt bitte mal meinen Dolch spüren. Stirb! So, sehr schön. Genau. Hier in diesem Raum war nämlich dieser dämliche Alp. Dieser dämliche Alp, der mich ständig getötet hat. Wo ich einfach nicht weiterkam. Das war so nervig. So verdammt nervig. Komm ich da? Du brauchst einen Schlüssel. Okay. Ja, den haben wir ja schon gesehen. Aber wir kamen nicht dran. Gold. Ja, es scheint so, als hätten wir fast alles gesammelt. 25 fehlen uns noch. Da ist der Schlüssel. Sehr schön. Gut, da springe ich jetzt nicht runter. Dafür ist mir die Lebensenergie tatsächlich zu schade. Können wir eigentlich hier... Moment. Kann man das hier auch aufmachen? Nee, schade. Okay. Ja, dann gehe ich noch einmal durch das andere Portal. Ich weiß, ich muss vorne raus. Aber... Okay, was machst du? Hast du jetzt das äußere Tor aufgemacht? Okay. Meinetwegen. Mach das. So. Dann können wir jetzt rausgehen. Ich trinke aber vorsichtshalber nochmal einen Heiltrank, da es bei meiner Gesundheit nicht zum Besten bestellt ist. Hier wollte ich lang. Ich war gerade ein wenig verwirrt. Ich bin nur in die andere Richtung des Levels gewöhnt. So, irgendwelche Assassinen? Nein? Okay, gut. Ah, eine Zauberin. Genau. Geh du mal nach vorne. Ist eine super Idee. Ich gucke mich erstmal hier um, ja? Oh, okay, da liegt schon mal ein Goldsack. So, hier kann ich doch bestimmt mal die Distanzpfeile einsetzen, oder? Ja, vergessen wir das. Ich meine, mein Dolch macht da einfach viel kürzere Arbeit mit. Ja. Ach, ich habe irgendwie festgestellt, dass ich zu viele Medien auf Englisch konsumiere. Also von wegen, das macht kurze Arbeit damit, ja. Von wegen Short Work. Aber eigentlich wäre das richtige Deutsche... kurzen Prozess machen. Aber irgendwie habe ich halt das Englische im Kopf und übersetze das dann direkt, was natürlich nicht richtig ist. Und irgendwie ist das ein bisschen dämlich. Und hier sind keine Sachen hinter der Zitadelle versteckt. Das finde ich jetzt irgendwie sehr, sehr enttäuschend. Gar nichts. Oh. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Okay, versuchen wir es nochmal mit den Distanzpfeilen. Vielleicht können wir ja was reißen. Ist das jetzt ein Gegner oder ein... Ist das eine von unserer Seite? Ist das die Zauberin? Ja. Ah, ein weiterer tapferer Krieger. Gut, dich zu sehen. Ja, ebenfalls. Heißt das, wir können im nächsten Level die Zauberin spielen? Geil. Und wir haben sämtliches Gold. Sehr schön. So, wo ist Alecto? Man sieht ihn noch nicht. Schade. Komm mit mir. Wo ist er denn? Wo kommt er denn? Ich hoffe, der kommt gleich auf uns zu, denn ich will ihn abschießen. Hey, pass auf. Ja, keine Sorge, ich werde nicht in die Lava springen. Genau, geh du mal nach vorne und hol den her. Moment. So, den haben wir schon mal ausgeschaltet. Jetzt hör mal auf, alles in Brand zu setzen. Oh, ich glaube, ich habe ihn getötet, oder? Gute Arbeit. Ja, sehr schön. 200 von 200 Goldstücken gefunden. Für die Rettung Arkmoors wirst du von Mordessa reich belohnt. 200 Goldstücke als Belohnung erhalten.
Eine neue Mission wurde freigeschaltet, das Haus der Träume. Das ist ein cooles Level. Da freue ich mich schon richtig drauf. Das wird schön. Und wir haben einen neuen Charakter freigeschaltet, die Zauberin. Ja, das waren jetzt leider zwei Level in Folge, die wir schon kannten. Zwischensequenz. Ich bin erstmal still. Ihr seid nun wahre Diener der mächtigen Mordessa. Und schon bald werdet ihr Vatar ebenfalls dienen. Sobald ich das Buch der Seelen besitze, werde ich den Allmächtigen wieder auferstehen lassen. Und durch die Bande des Bluts werden wir eins sein und zusammen die Welt regieren. Um das Ritual zu beginnen, das unseren glorreichen Meister zurückbringen wird, benötige ich das Buch der Seelen. Es liegt in Suranas ehemaliger Festung, dem Haus der Träume. Surana wollte mich um die Gunst unseres Herrn bringen. Dieses närrische Weib versuchte mit dem Buch der Seelen die Kontrolle über die Dämonen zu gewinnen und wurde am Ende selbst eine von ihnen. Und dann wurde sie von diesem törichten Zauberer Seel besiegt. Die Legende besagt, dass der kleine Mann das Buch genommen und in Sicherheit gebracht hatte, behütet von einem mächtigen Wächter. Aber ich bin mir sicher, das sind nur Gerüchte, die er selbst in die Welt gesetzt hat. Er hat einfach nicht die notwendige Macht, um solch ein Kunststück zu vollbringen. Aber wir werden sehen. Die Spur führt zu dem alten Haus, das Haus der Träume genannt wird. Schaut, was ihr dort finden könnt. To be an asset to the High Counselor. The ambitious adventurers might serve her well as long as their leash was held firmly, of course. As reward for their achievements, a far more difficult and important task would be placed before them. The information Mordessa would allow them would be limited, for they need only to do what they are told. Stepping through the dark portal into her chambers was rarely enlightening. Yet, they would learn more than they had expected. Ja! Cool, jetzt auch noch ein paar schöne Zwischensequenzen danach. Das gibt doch dem Ganzen nochmal etwas mehr Atmosphäre. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, jetzt hatten wir zwei Level, die wir schon kannten. Einmal das Dorf Celadia und Arkemoor. Was natürlich ein bisschen schade ist, weil wurden halt einfach recycelt. Wobei ich es gar nicht mal so schlimm finde. Aber man kannte es halt schön. Aber jetzt kommt das Haus der Träume. Und das ist ein ziemlich, ziemlich cooler Level, muss ich sagen. Zumindest soweit ich mich erinnere an den Level. Der hat, an den erinnere ich mich noch ganz gut. Der hat Eindruck hinterlassen. Ich hoffe, das ist jetzt auch wirklich so gut, wie ich das in Erinnerung habe. Auf jeden Fall könnt ihr gespannt sein. Und ja, wir sehen das dann in der nächsten Folge mal an, was wir im Haus der Träume so finden können. Und ob das mit dem Wächter tatsächlich nur ein Gerücht ist, das Zale in die Welt gesetzt hat, oder ob da nicht vielleicht doch irgendwas mehr dahinter steckt. Aber nein, wir können Mordessa bestimmt vertrauen, das ist nur Gerüchte. Ja, naja, egal. Wie auch immer, ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.